Hallo und herzlich wieder willkommen bei Tower of Fantasy. Also, im letzten Stream haben wir ja die Map fertig entdeckt von Gebiet 9. Dementsprechend werden wir heute etwas Story weiterspielen. Ah ja, und wir haben unser Main Character mal umgestylt. Wir fangen natürlich mit dem langweiligsten an und das sind wieder diese dämlichen Roboterkämpfe. Wo ich einfach nicht merke, dass mein Roboter wirklich stärker wird. Kann man ja wieder ein paar Upgrades. Ich glaube nicht, dass es jetzt schneller wieder geht. Mensch, hört er denn auf, hier rumzuspringen? So, dann hätten wir mal einmal gemacht. Kein Bock. Was wir auch heute machen ist, wir werden noch etwas an den wöchentlichen Missionen rumarbeiten vom Event und wir werden die anderen Missionen da machen, die Rätsel. Was weicht der jetzt schon aus? Ah.
weg. Ich könnte mittlerweile den zweiten Boss leichter als der erste. Und weg. Nein, das wollte ich nicht. Ja.
Und weg. Wir wollen ja außerdem noch es irgendwie schaffen, 80 mal Rotkern zu sammeln, um uns eventuell Sieg noch zu ziehen. Mensch, machen die anderen gar keinen Schaden. Mensch, da hätte ich ja auch das Teil alleine machen können. Okay, mein Lautsprecher kommt gar nicht klar. Ah, scheiße, mein Bein tut weh. So ist der Penner der MVP geworden. Ich war mit Abstand der mit dem meisten Schaden. Schluck gegönnt.
Er hat was gefunden. Was mache ich? Da. Okay, was ist mit dem Stream los? Irgendwie ziemlich unstabil.
Noch zweimal. So, dann noch einmal und dann sind wir durch. Was mache ich denn hier? Es geht los. Ist ja schon wieder vorne, obwohl ich den meisten Schaden gemacht.
Machen wir jetzt mal die täglichen. Bluetooth connected. Mist. Da war ich. Hä? Ich spawne, ich sterbe direkt. Was soll die Scheiße? Thank you.
Ciao! Ja, Stufe 85. Und weg. Hatten wir auch erledigt. Eine, dann hatten wir die täglichen Missionen auch schon durch.
Hat er ihn umgebracht? Nein. Nein, hör auf, ihn zu beschießen. Easy. Wir müssen absolut ganz woanders. Hatten wir auch. Waren das alle Missionen? Ja, das hatten wir. Dann, wir haben 360 wieder.
power off. Bluetooth mode. Mein Stelllautsprecher geht mir richtig auf die Nerven. Bluetooth connected. So aus. Bluetooth Mode. Mensch, ist der dumm oder was? Ich schritt ihn ab. Power off. So, wo bin ich jetzt hier? Hallo? Wie soll ich denn hier kämpfen? Yes.
kommt fast gar kein Schaden. So, dann haben wir den auch platt. So, wir müssen noch für Quatsch. Ah, das gefällt mir. Ich bekam noch mal 100, nee, 200, oder? Ich verbessere besser die hier mal. Die schwächste wäre die hier. Entwickeln. Thank you.
Kritisch, Prüftisch, Angriff, Krit und solche Sachen. Ich fange mit dem Helm an, auf das Richtige zu poolen. Ich nehme dreimal Helm. Schauen wir mal. Flammenangriff ist gut. Frostwiderstand, LP und Voltangriff, das ist blöd. Widerstand, Voltwiderstand, Flammenwiderstand, LP, nee, brauche ich auch nicht. Physischen Angriff, Widerstand, Frostangriff, Voltwiderstand, das ist auch Müll. Was will er denn? Doch nichts mehr. Hä? Ich hab hier nichts. Habe ich auch nichts. Was will er denn? Egal. Ja, ich wollte hier noch mal prüfen. Nicht das. Das haben wir erreicht. Ich muss noch einen Tag. Muss ich noch einmal machen. Apex. Genau. Gleich 11 Uhr. So, das nächste, was wir machen, ist nein, habe ich jetzt. Oh, habe ich jetzt wirklich die Seite jetzt geschlossen? Ich bin so dumm. Power
Fantasy 3.7 Evangelion Event Collection Hunt. So, wo waren wir bei der Sammeljagd? Bei der Sammeljagd. Oha, wir haben jemanden gefunden. Ich werde als Waffe der Typ übertreibt. So, das war eigentlich unfair, da war zwei Ränge über mir.
hoffe, mein zweiter Kampf ist etwas besser. So, bitte verbiete zwei Waffen. Die Waffe und ich verbiete... Die nehme ich. Und ich nehme dann noch die. Mann, wie war das? Ist ja auch andauernd vom Wasser. Mann. Putain. Putain. Oh, was soll die Scheiße? Egal was.
So, dann hatten wir das auch. Für Rätsel Nummer 33 müsst ihr euch einen Delfin suchen und ihm zu eurem Freund machen, damit er euch folgt. Und dann habt ihr Rätsel Nummer 33 schon gelöst. Ich habe meinen Delfin zum Beispiel hier gefunden.
Okay, mein dritter Kampf. In den vierten Kampf. Danach muss ich noch einen Kampf machen, dann habe ich es fertig.
Endlich mal ein Match gewonnen. So, der letzte Kampf. Letzter Wurf. Gewonnen. So. Da sagt mir noch immer nichts, was ich denn jetzt. Ich habe doch nichts Neues bekommen. Hier ist auch nichts Neues. Ja, doch, hier.
So, das heißt, ich müsste dann dies hier auch abgeschlossen haben. Ja. Das habe ich auch abgeschlossen. Das habe ich morgen abgeschlossen. Das weiß ich noch immer nicht, wieso das nicht geht. Hier muss ich... Quatsch. Auf... Heldenhaft. So, und wir suchen weiter nach dem Delfin. Bin ich jetzt ernsthaft dann vorbeigefahren? Okay.
Habe ich aktiviert. Danach. Ich weiß nicht, wenn ich mich hier hin porte, dann wird der Weg nicht zu lange. Da ist ein Delfin, wunderbar. Versuchen wir uns mit ihm anzufreunden. Okay. So, dann hätten wir das auch schon geschafft. Ich werde nur hier noch zuerst versuchen. Den Teleporter zu aktivieren. So, der ist aktiv. Danach haben wir noch hier einen.
So, nächster Punkt wäre der hier. Gut. Noch den. Da gehe ich. Ich tippe mich direkt hier hin. Da gibt es einen TP-Punkt über. Ach, es gibt einen TP-Punkt noch da. Hook!
Thank you.
So viel Klettern. Ich muss auch so tun, das zu dürfen. Ja. Gott sei Dank verliert man keine Ausdauer, wenn man das den Jetpack nutzt.
So, dann hatten wir den. Und wenn jetzt alles stimmt, müssten wir genau über... Warte, wo ist denn hier? Die Kiste, die nehme ich aber mit. Genau. Und es fehlt nur noch das Teil. So, somit hatten wir die Map überall freigeschaltet. Alle TPs, die es gibt, sind frei. Das freut mich. Schuhe fertig, denn das Jetpack wird noch etwas dauern. Fehlt mir nur noch die 7 Teile, dann habe ich die auch fertig. Das hier habe ich, das Hologrammprojekt, da habe ich sogar fast fertig. So,
Ich komme gleich wieder, ich gehe eine rauchen und dann geht's weiter mit der Jagd.
So, dann bin ich wieder zurück. Und gucken wir mal, was müssen wir jetzt als nächstes machen? Rätselnummer 34 müsst ihr in Gebiet 9 und zwar in die neueste Stadt. Da kommt ihr hin, wenn ihr generell der Hauptquest folgt. Dann teleportiert ihr euch in diese Stadt hinein. Und wir müssen einmal hier hin mit diesen Gravity-Linien fahren. Und soweit ich das verstanden habe, mit dem Wink-Emote bei einem NPC packen. Also das sollte genau hier. Okay, das heißt, das kann ich erst machen, wenn ich die Story von Gebiet 9 weitermache. Wo müssen wir da hin? Ich könnte die nächste Stufe machen, mache ich aber noch nicht. Okay, die Kiste kann ich noch nicht öffnen. お帰りなさい。それからハガードのブレビーさん。はじめまして。吸域とハガードの発電権に備えて。国よ。ではひとまず。
私はユン、国用の責任者です。仲間が増えた。友情へ、マーラ観測に必要。思ったより簡単そうです。Hier mit Eis. Auch wenn die Kisten etwas nervig sind, weil es so viele sind, geben die unglaublich viel Erfahrungspunkte. Darum nehme ich sie auch alle mit.
So. ありがとうございました。 次はこの接続装置を本当に助かります。
Hier komme ich nicht hoch. Mist. Dann müssen wir halt klettern. So, die anderen Stellen. Gut, hier ist auch ein Teleporter. Nee, ich will jetzt nicht runterfahren. So, mal schauen. Den hier müssen wir aktivieren. Das ist einmal lang. Ups, falsch. Lang, kurz, lang.
Was? Ach Mensch. Wie sie mich verarschen. Yeah.
大成功。これで観測モジュールを起動できるぞ。So, das ist aktiviert. Danach, hier gibt's einen Teleporter. Hier muss ich mal nachlesen, was die Teile da machen. Überall auf der Welt gibt es Einwohner in Not. Nimm Missionen an und erfülle sie und tolle Belohnungen. Sie erhalten die Bewohner von. Werden jeden Montag aktualisiert. Also denk dran, deine Missionen rechtzeitig zu erfüllen. Das habe ich verstanden. Dokanische Gabe. Eine Drachenstatue, die man im ganzen Donnerstadt finden kann. Das heißt, wenn man sich auf diese Steinplatte stellt und sich vor ihr beugt, kann sie einen nicht nur vor Unglück bewahren, sondern auch zusätzliche Gaben schenken. Okay. So einfach sich beugen.
Der geomantische Kompass zeigt dir die ungefähre Position der Feldenergie an. Folge diesen Anweisungen, um die versteckten Feldenergien zu finden. Okay.
Hier gibt's wieder jede Menge Kisten. Okay, ich verstehe, dass ich mich beugen soll, aber wie soll das gehen? Die Aktion Bogen wird verwendet, indem man auf das Symbol Bogen Interaktionsleiste tippt, die Interaktion
werden in den Notifikationen im Schutzschild Tipp der Aktion Bogen Harm durch Abschluss der Nebenmission knapper Vorrat erlangt werden. Ach so. Das heißt, diese Geste kriege ich erst später. Mist. Versuche stets jegliche Feldenergie zu sammeln, so gut wie es geht. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht.
Der hält richtig viel aus. So. Scheiße, klettern kann ich nichts machen. Ah.
so dumm. Ich werde aber jetzt auch aufhören. Machen wir morgen weiter mit den Stories. In der Tasche, wie sieht sie in der Tasche aus? Wir sind bei 485, wir sind bei 7. Okay. Heute ein Level dazu, habe auch noch mal gut ungefähr in die Hälfte. Ich sitze mit meiner KK 57.000 ist okay. Physischer Angriff 11.000, das ist auch okay. Ich wäre zufriedener, wenn ich die Crit-Rate und den Crit-Damage noch hochkriege. Wieso habe ich so hohe Volt und veränderte Angriffe? Die sind auf 18.000. Ich habe doch nicht so viele Sachen mit Elektro, oder doch? Komisch. Kann es sein, dass ich pro Region andere Werte habe?
dass ich das irgend... Weil ich bin jetzt in der Donnerstadt. Wenn ich dann zum Beispiel zur Flammenstadt gehe... Tatsächlich, das liegt wirklich daran. Interessant. Das sind wirklich solche Art Feldpower-Bonusse. Okay dann, liebe Leute. Für heute reicht es. Wir hören uns dann morgen Abend bzw. heute Abend. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Nacht und bis morgen.